Hallo und herzlich willkommen zurück bei euren Hotpacker. Ja, jetzt geht's weiter. Eine Runde Final Fantasy. Und ja, Part 6 ist am Start. Und ja. Wollen wir nicht rumdrödeln und laufen direkt mal los. So. Letztes Mal sind wir ja bei dem Fehlschlag stehen geblieben, beide Fragmente einzusammeln. Ich wusste nicht, dass ich die Fähigkeit noch nicht frei habe, aber. Da ist er wieder. Übrigens, sehr geile Mucke, muss ich sagen. Jetzt hat er diesmal eine Barriere. Das heißt, ich muss ihn erstmal ganz schnell auf den Kopf kloppen. Auf den Schock. Das geht relativ schnell. So, schon haben wir den Schock. Und jetzt geht's los. Der Damage. Gut, den Down haben wir noch nicht gekriegt. Ah, okay. Wie kommt wieder an? Er hat wieder nicht angehört. Nehmen wir mal Heilsränge. Er hat übrigens irgendwas mit 4000 AP, ich glaube 4265 oder so. Irgendwas um die Dreh. Jetzt haben wir ihn ganz schnell tot und weg ist er schon. Ja, leider nur 3 Sterne. Ich hatte ein bisschen rumgefehlt gerade. Ein Eisenreif und eine Phoenixblade haben wir bekommen. Und 1000 KB. Und jetzt haben wir wirklich das zweite Fragment. Ich hatte ja ganz halt überlegt, ob wir jetzt 1 oder 2 Fragmente haben. So, mich würde das jetzt interessieren, ob ich die Fähigkeit eigentlich schon habe. Habe ich die jetzt schon? Oder krieg ich erst später? Ja, ich krieg die erst später. Gut, Leute, die Fragmente kann ich doch erst später holen. Ist aber eigentlich gar nicht so schlimm. Ich werde ganz kurz das Kristarium machen. Ja, Blitzra freigeschalten. Das machen wir ihn noch. So. Haben wir das auch? Können wir noch einen Ring reinmachen? Genau, der bringt mir nicht AP. Na, bei ihm lassen wir das einfach mal drin. Ne? Der kriegt sowieso dann genug HP später noch. Ja, wir können jetzt auch auf Chocobos reiten. Das kostet allerdings was. Und zwar kostet das ein Kitzerkraut. Momentan besitzen wir 2. Und 1 bezahlt man immer für einen Chocobo. Also fürs einmal benutzen. Ja, und wir gehen jetzt erstmal durch das Portal. Are you sure you're ready?
You know, once we go through, there might be no coming back. So, wir werden jetzt gefragt, ob wir bereit sind dazu, und ich bin bereit. Also yes, I'm ready to go. It's not a dream or a lie. I know my sister is alive out there. I'm sorry I doubted you. Of all people, I should know how bad it can make you feel when no one believes what you say. Snow put all his trust in me. Now it's my turn to do the same for you. I've made up my mind. You and I. We go together. I won't let you down. We'll find Valhalla, I promise. So, you're not gonna say goodbye? There's no need. We already have, sort of. Be quiet. Lightning's knife. It's been sharpened and cleaned. Oh, you did hey, that. Hey, shut up! Look, my pendant has a brand new chain. Mm. Shh. Okay. And Snow was purring like a kitten. Someone gave him a good brushing. Quiet. Oh, hey. Why don't you guys go fess up? What? Go on. You too. Hey, Sarah. I figured no way you're leaving the pendant behind. So I made a chain, you know, so you wouldn't lose it. If Lightning is alive out there, wouldn't want her getting mad over a poorly maintained weapon, you know her. If you leave, someone's gotta pick up the slack looking after Snow, so I volunteered myself. Thanks, guys. It's time for me to go. I don't know what's waiting out there, in the future, between worlds, but I want to see Lightning so much. If there's any chance at all, I want to take it. You can go, but you have to come back in one piece. Promise? I promise. If I believe, maybe a miracle will happen. The future won't change until you make the first step. You know what you're doing, right? Well, I can't say that I do. This is the first time I've opened a gate myself. Guess we'll just have to find out. Hey, what about Sarah? I'll protect her. I promise you. I vow never to let her come to harm. The dog. But trust me. For Sarah's sake. I guess this is it. Guess so. Looks like the future starts now. I'll be back! Sarah! Sarah, you set out on your journey for my sake. You believed in a promise. You believed in a future you could not see. I will keep fighting here, at the end of the world. I know you will come. I believe in you. Sarah. This place is incredible. It's the Historia Crux. The crossroads of the time continuum. So this is how you were able to travel backwards from the future? Right. Just floated through this nowhere space. And now it's your turn. Papa.
Bom, bom, bom. So. Das erkläre ich euch jetzt einfach mal ganz schnell. So, das schließen wir mal. Also, was im Prinzip dort stand, erstmal, dass wir hier ein neues Portal freigeschaltet haben, dass wir jederzeit zu den Portalen wieder können, indem wir einfach auf X klicken. Und sobald wir uns auf der Map befinden, können wir mit dem Menü zurück zur Chronosphäre, wo wir dann hier halt ankommen und wieder zum Portal switchen können. Ja, gut. So, das war die Kurzfassung. Und ja. Gehen wir jetzt mal hier hin. Humanity has chosen to build a society based on human technology rather than relying on the Falci. A provisional government has replaced the Sanctum, and a scientific organization calling itself the Academy searches ruins for ancient technological secrets. One such site is on the shores of Lake Brescia, where a giant war weapon has been unearthed. Genau. So, reisen wir mal durch die Zeit. When reaching for the future, we sometimes fall into the past, as we gaze upon events that cannot be changed. Our hearts grow bitter with regret. And you, my dear Sarah, will you encounter your past here? How will you choose to deal with that pain? Sure? Yeah, check it out. You can see the ground above us. Wow. So this is how Cocoon looks from the inside. That's right, I forgot. This is your first time here. Yep. Dabei fiel mir was ein. Ich hab mich versprochen, man muss Start drücken. Also Starttaste, die Chronosphäre zurückzukommen. Streik. Shake hands, I'm guessing. Schade. No! Der Song ist wirklich sehr nice. Yeah.
Schaden kann man übrigens nicht mal hochheilen. Okay. Jetzt ist er in Schockmodus. Jetzt haben wir ihn noch nicht hart. Schade. Egal. Phoenix Fader und Silberzahnrad haben wir bekommen. That was exciting. Guess it's over. Huh? It's the army! Come on! Friends of yours? Nette Freunde. Attention intruders! Surrender immediately! Kupo? 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 Heading to the headquarters. Move! These are the infiltrators. They look like Sith who took a wrong turn. They were right there when the giant started moving. Probably have something to do with this paradox effect. Huh. Think they might have caused it? We'll soon find out. You're being detained as potential suspects in the unsanctioned activation of Atlas. We're being treated like criminals, but it's just a misunderstanding. Stick to the truth and we'll be okay. And smile. Smiling usually helps. Gut, Leute. Ich würde dann mal sagen, ich mache hier erstmal kurz Stopp und speichern wir die Sache und wenn wir speichern können, können wir nicht weiter. Ah, verdammt, fail. Gut, machen wir doch noch weiter. We're going straight to Academy HQ. They'll drag the truth out. Hätte ja klappen können. So, dann nehmen wir mal, wer ist hier? One question. What's the Academy? The Academy's the institute that's investigating these ruins. Who doesn't know that? Na, anscheinend nicht. Sonst hätten wir ja nicht gefragt, oder? You two came up on the Grand Elevator? Huh? The Grand what? Sarah, what's he talking about? He could be talking about the elevator that's supposed to connect Cocoon and Pulse, but it's still being built. It's going to be finished next year. You're confused, miss. It was done last year. Last year? So. Nehmen wir mal, ist das hier die Zukunft? Ne, drücken ist meine Erinnerung.
immer mal drücken mich meine Erinnerung. Couldn't my memory be messed up somehow? Okay, Sarah, let me explain. The elevator that was under construction in your time is up and running. Which means this must be the world of the future. Got it. Sarah, is that you? Hey, watch yourself. Thanks. Oh, Sarah, it is you. You know them? Uh-huh. Mm-hmm. Alyssa Seidel, I'm an Academy intern. I heard you apprehended our two observers, so here I am. I hope we can forget about this little mix-up. Oh, klar. Kein Missverständnis. Schweinender geht dann für ein paar Minuten. Vergesse ich schon, keine Sorge. Strange world, stranger events, unfamiliar faces, an uncertain future. They speak of anomalies, of a strange energy that warps time itself. Things that shouldn't exist here are appearing near the gates. Things that shouldn't happen are happening. They call this phenomenon the paradox effect. And if you think about it, that term could apply to our existence in this age as well. Lightning, how will I find you when I don't even know when or where I'll end up next? Rain. Oh. I'll supply you both with comm devices. Right this way, please. Thank you for your help. I was just wondering, have we met before? Oh, no. Sorry about all that observer nonsense back there. Lucky for us, that soldier was so quick to believe me. So. Nimm mal, woher kennst du Sarah? You're a friend of Sarah's? I told you, that was a cover. I'm just a trainee looking to make it big. Right this way, gut, please. Dann würde ich erstmal sagen, wir speichern erstmal. Jetzt können wir endlich speichern, oder? Gott, wird jetzt falsche Taste erwischt. Genau. Genau, jetzt können wir speichern. Und hier können wir auch zurück zu Chronos Sarah, aber das wollen wir ja nicht. Übrigens, sobald man von der Chronosphäre ist und hier wieder reinjoint, startet man genau hier, wo man stand als letztes. Und ja, gut. Speichern wir die Sache und beenden erstmal die Aufnahme. Gnadenlos überzogen. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Part.